Und da sind wir wieder bei Unholy Kingdom. Wieder mit dabei die Anne. Hallo. Der Goro. Hallo. Und die Jivi. Hallo. Und natürlich auch ich, der Maxi McFly. Hallo Maxi McFly. Hallo Maxi McFly. Hallo Anonymous. 10 Dias, das war richtig krass. Ich dachte so, okay gut, jetzt sind das 4. Und dann, okay, es sind 8. Es sind 10. Nein. Und dann bin ich so ein bisschen in meine Hose gekommen und dann habe ich sie abgebaut. Tschüss. Was, die Hose? Also, du bist gerade am Farmen. Ja. Dann wollen wir doch mal. Max, hast du schon den Altar umziehen lassen zu GV? Ja, der steht schon in der obersten Etage. Okay, dann brauchen wir demnächst Bücherregal. Ne, Bücherregal haben wir ja schon. Vielleicht wäre es sogar smarter, den Verzauberungsaltar. Obwohl. Können wir Diamantenwerkzeuge bauen? Ja. Ja. Können wir verzaubern? Ja, wir brauchen ja noch verzauberte Gegenstände. Haben wir Bücher? Ja, Bücher sind halt in der Bibliothek. Darum habe ich mir schon überlegt, ob es nicht sinnvoller wäre, den Verzauberungstisch sogar in der Bibliothek aufzustellen. Weil sonst würde ich überlegen, 3 Dias halt für eine Dia-Picke zu nehmen und die dann zu verzaubern, beziehungsweise Bücher erstmal zu verzaubern. Weil da siehst du ja, was für eine Verzauberung du kriegst. Und dann hoffen, dass wir Glück kriegen, also Luck. So dass wir aus einem Diamantenblock dann halt mehr kriegen als nur einen. Oh ja, das wäre nice. Und ich investiere mal in eine Strickleiter, die wir hier in der Mine benutzen können, anstatt immer in den Wasserfall hochzuschwimmen. Oder haben wir bereits eine neue irgendwo gemacht, eine neue Mine, anstatt diesen immer in den Wasserfall runterschwimmen? Achso, nee, das ist die Mine, wo ich auch immer drin bin. Strip Mining mache ich da drin. Die Bücherregale, würde ich sagen, die haben wir uns in der Bibliothek ja auch ercheatet. Die können wir uns dann da auch ercheaten. Weil es ist einfach so unnötig lange Arbeit, da das zu machen. Oh, Anne ist heute im Cheat-Mode, merkt ihr das? Also ordentlich. Anne ist richtig in Cheat-Laune. War das nicht sonst immer Goro eigentlich? Doch. Ja, eigentlich war es immer Goro, der in Cheat-Laune war. Also für solche nervigen Sachen finde ich das auch okay. Das heißt nervig, das ist ja nicht nur nervig, sondern... Das ist der Zombie hier, ne? Du brauchst halt ewig, bis du das hast. Du siehst aber auch die Lebensleiste, das ne? Das geschisselte... Ja, der ist irgendwo anders jetzt. Sieht echt gut aus, finde ich. Obwohl, nee, der hat was gedroppt, der hat ein Schwert gedroppt. Was für eins? Was hat das? Darkness 2, oder hast du das? Nee, ich hab das nicht. Ja, dann hast du ihn getötet. Das kann da nicht gewesen sein. Naja, ich muss wieder hoch, ich hab keine Spitzhacke mehr. Ich hab eine Dia-Spitzhacke, falls einer haben willst. Achso, nee, ich mach mir selbst eine jetzt. Ich hab ja, die Dias muss ich eh wegbringen und ich hab fast einen Stack Eisen. Ja. Man, die kleine Forsthütte von hier. Ich baue jetzt mir auch schnell, die Strickleiter, dann kommen wir hier schneller hoch und runter. Was ist das? Ja. Ist die Strickleiter eigentlich unendlich? Ja, ne? Ja, musst du ganz oben anmachen. Ja. Fällt mir gerade ein, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Ich wollte nämlich die Forsthütte und die Jägerhütte da mal mit einem Weg verbinden an die Stadt. Nice. Nice Rice. Vergiss ich nämlich immer. Du wirst unbesiegbar sein. Der Beste sein. Oh. Anne, hau doch mal raus jetzt. Ach, Thema? Ja, Thema! Und zwar in der letzten Folge haben wir drüber gesprochen, dass man ja oft Beleidigungen benutzt, ohne dass man so richtig drüber nachdenkt, sowas wie behindert oder schwul oder so. Und da habe ich ja gesagt, ich finde es blöd, wenn man so zu so überkritisch ist. Und halt irgendwie dann hinkommt zu diesem, alles muss politisch korrekt sein und überhaupt. Mhm. Aber ich finde, zum Beispiel, das ist ja jetzt, ich weiß, dass das nicht so das Lieblingsthema ist, zumindest nicht von Grobei. Ich finde in Bezug auf das Thema Emanzipation zum Beispiel, dass es da im Alltag auch richtig viele Sachen gibt, die man so ganz selbstverständlich jeden Tag irgendwie mitnimmt und die eigentlich auch ziemlich sexistisch und in Gleichberechtigungssachen zurückgeblieben sind. Und die nimmt man auch so als selbstverständlich hin irgendwie. Hast du da ein Beispiel? Haben wir Obsidian? Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Okay. Ich krieg das halt täglich so mit, zum Beispiel die Firma, wo ich arbeite, da wird halt demnächst ein Spiel released von uns. Ich halte das ja auseinander, weil ich nicht möchte, dass ich als Anonymous in Verbindung gebracht werde mit
diesen Sachen, damit nicht die Leute von diesem Spiel irgendwann ankommen und sich bei Anonymous über irgendwas beschweren, so im Sinne von, nee, mein Account funktioniert nicht, liebe Anne, warum geht das nicht? Und darum nenne ich ja hier keine Namen. Aber es soll dann halt ein Spiel rauskommen. Und da ist es so, ohne das Thema jetzt zu nennen, es gibt halt männliche und weibliche Charaktere und es geht halt um eine Sportart. Und die Männer sehen halt ganz normal aus und die Frauen haben halt immer so sexy Outfits halt nur, so, wo du auch sagst, das ist für diese Sportart auch gar nicht fachgerecht, ja? Also das ist überhaupt keine sinnvolle Kleidung für diese Sportart irgendwie. Und da denke ich mir dann so voll oft, warum muss das so sein, weißt du? Das ist so... Also meinst du, die so spielen da die Sex-Sales-Karte aus? Ja, genau. Und zum Beispiel... Das Traurige ist halt, also ich find halt meinen Chef ein bisschen sexistisch in mancherlei Hinsicht, ja, so klischee-mäßig, aber zum Beispiel in diesem Aspekt ist halt, wenn du auf diese Karte setzt, Sex sells, dann ist das nicht unbedingt sexistisch, sondern ist das realistisch, weil es halt immer noch so gut funktioniert. Wenn du dann als Geschäftsmann sagst, hier, mach das und das oder benutzt jetzt das und das Titelbild, weil das gut ankommt, dann ist das halt meistens so. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist das halt nicht nur so... Da ist es begründet. Also ja, dann ist das begründet, weil es halt wirtschaftlich sich wirklich besser verkauft, sowas, ne? Mhm. Und das finde ich halt mega schade, weil man dann irgendwie so merkt, egal wie... Es gibt ja auch im Alltag noch relativ viele Defizite, was Gleichberechtigung angeht, so im Sinne von Gehaltsunterschiede, bla bla bla. Aber auch so... Auch was da eigentlich schon alles so für eine Gleichberechtigung in der Theorie herrscht, die existiert eigentlich in den Köpfen der Menschen noch gar nicht so richtig. Also, sehr komplexes Thema jetzt, um das anzuschneiden, aber das war jetzt so mein spontaner Gedanke dazu. So im Sinne von, eigentlich finde ich es gut, wenn man Sachen, die man alltäglich macht oder denkt, ab und zu mal in Frage stellt und mal hinterfragt. So kam ich da drauf mit den Beleidigungen, meine ich jetzt. Mhm. Wenn man einfach Sachen, die man so als selbstverständlich so hinnimmt irgendwie, wenn man die halt hinterfragt, finde ich halt eigentlich relativ wichtig, dass man das immer mal wieder macht, weil auch als Frau macht man viele Sachen, die nicht der Gleichberechtigung dienen und auch Männer sind benachteiligt in mancherlei Hinsicht. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, die armen Frauen, pipapo. So extrem feministische Aussagen, das ist halt immer sehr schwierig. Sondern es betrifft in meiner Hinsicht halt auch Männer. Ne? Auch Männer zwängen sich ja im Prinzip dann in eine Rolle rein, indem sie halt sagen, die Rolle von Frauen ist das und das und die Rolle von Männern ist das und das. Und weinen darf ich nicht. Denn das ist mega unmännlich. Das ist mega unmännlich, ja. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich das so mitbekommen habe, manchmal, so in meinem Freundeskreis, ich mag die Leute einzeln alle ganz gerne, aber wenn die Männer unter sich waren, das war immer wie so ein Alpha-Männchen-Affenkampf irgendwie. Wo du so das Gefühl hattest, gerade auch so noch so im Teenager-Alter vor allem, da hattest du manchmal so das Gefühl, die versuchen sich jetzt so irgendwie an Männlichkeit zu übertrumpfen oder so ein Scheiß, weißt du? Weißt du, worüber sie redet? Ja. Oh, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch... Ich meine, ich kenne ja zum Beispiel Max und Goro noch nicht so lange, aber ich weiß ja nicht, wie das bei euch damals so war. Aber es war voll oft so, dass du dann so, wenn du diese so hast reden hören, wo du so das Gefühl hattest, jetzt geht's irgendwie so drum, wer der coolste Macker ist, weißt du? Und ich weiß nicht. Ich habe immer gewonnen. Ein guter Freund von mir hat halt zum Beispiel soziale Arbeit studiert und das war dann immer so der Mobbing-Ansatz schlechthin im Freundeskreis. So, weißt du, so, dass du die Leute so dafür geärgert hast, dass ihn dafür geärgert haben, dass er soziale Arbeit studiert hat, ne? Weil das ja in Anführungsstrichen kein männlicher Beruf ist und so. Genauso wie Kindergärtner und sowas, ne? Solche Sachen, ja. Und meine Mutter immer, dass ich Kindergärtner werde. Vielleicht besser, dass du es nicht geworden bist. Na wieso denn? Mit Kindern kann ich ja nicht ganz gut umgehen, was das angeht. Ja, hier mal ein Klaps, da mal ein Klaps. Ja, 7 Klaps, den gebe ich dir gleich. Ich ärgere doch nur. Ist ja total unmännlich, Kindergärtner zu sein. Na, musst du denn, das war jetzt so ganz nee, wieso, das ist doch auch eine ganz große Diskussion, dass es so wenig männliche Kindergärtner gibt, weil viele Jungs halt, ne, diese, doch eigentlich nie diese männliche Erziehung genießen, was das teilweise angeht. Dann sind sie zu Hause vielleicht mit ihrer alleinerziehenden Mutter und im Kindergarten dann auch eine weibliche Betreuung. Und das ist ja ein großes Diskussionsthema auch.
Ja, auch ist viele es auch. Also Kindergärtnerinnen sagen ja auch eigentlich, uns fehlt männliche Unterstützung, was das angeht. Ja, aber guck mal, überleg doch mal, wie viele Leute, wenn du da einen männlichen Kindergärtner hast, wie viele Leute gucken die Person komisch an? Und ich sage dir, garantiert werden auch voll viele so dann irgendwie munkeln, oh, der ist doch bestimmt pädophil oder sowas, weißt du? Weil da würde, ich meine, es gibt bestimmt viele weibliche Erzieherinnen, die auch Kinder misshandeln oder was weiß ich, oder missbrauchen, ja. Aber natürlich würdest du als erstes auf den Gedanken kommen, wenn das ein männlicher Erzieher oder Kindergärtner ist, dass der bestimmt pädophil sein muss. Also... Das ist halt... Naja, wir sind halt wirklich in diese... in diese Geschlechtsrolle doch reingedrückt, seitdem wir klein sind. Ja, ja. Eben, aber das... Ich meine, ich bin auch so aufgewachsen zum Beispiel, dass mein Bruder hatte mir gegenüber von meinem Elternherde nie irgendwelche Bevorzugungen erfahren oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Wir wurden schon im Prinzip gleichberechtigt, wie man so schön sagt, ja auch in der Gesellschaft. Aber trotzdem sind die Rollenbilder natürlich von der Erziehung her ganz unterschiedlich gewesen. Klar, ich habe auch mit Lego gespielt und so, was ja auch eher so ein Männerspielzeug ist oder so. Aber ich meine, man kriegt das ja auch von seinen Eltern mit. Und zum Beispiel bei meinen Eltern war es so, mein Vater hat nie was im Haushalt gemacht. Er hat vielleicht mal den Müll runtergebracht oder so. Aber meine Mutter hat den kompletten Haushalt gemacht und mein Vater war halt arbeiten. Und das ist halt so irgendwie auch was man als Kind mitnimmt, finde ich. Ja, so passiv man, halt, ne? Du kriegst das halt mit, halt wie so. Das so läuft im Haushalt. Die Mama macht die Wäsche, Mama kocht. Und ich glaube, bei Kindern, wo das anders ist, wo halt der Vater vielleicht mehr im Haushalt macht, die nehmen das dann auch anders mit. Aber es ist halt selten genug so. Ja. Das ist alles soweit schon richtig. Also, bei uns ist halt, aber so. es ist ja, Jibi. Ja, ich wollte nur sagen, bei uns ist es halt eben auch so gewesen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass, ich meine, man trifft ja auch durchaus mal in der Partnerschaft auf jegliche Klischees. Wenn es schon darum geht, irgendwie, wer kocht das Essen? So, da gibt es immer das Klischee, so Frauen müssen das ja umso viel besser können. Aber das kann ich jetzt nicht, also ich bin nicht der lebende Beweis dafür, dass es so ist. Ich würde niemandem sagen, ich kann besser kochen. Aber trotzdem wird immer erst angenommen, die Frau macht das schon. Naja, was bin ich aber ganz ehrlich, wenn, also das auch mit Kochen und sowas finde ich eigentlich immer eher dass Männer das mehr und mehr überwiegend tatsächlich machen irgendwo. Ja, beruflich zumindest sehr viel. Und das wundert mich dann auch immer, dass es dann immer so heißt, ja, das ist eigentlich nur Frauen und Kochen und so, das ist eigentlich voll Frauensache. Ja, wir sind dann die ganzen großen Chefkochs, das sind doch alles Männer. Ja, aber das sind ja auch Chefkochs. Köche heißt das. Köche. Frauen, die können nicht so viel. Nee, ich glaube, also das ist auch. Sie können halt eigentlich, können die gar nichts. Sie können Kinder kriegen. Ja. Ist halt so das, was sie gut können. Und wenn die Männer das irgendwann auch übernommen haben, dann brauchen wir die gar nicht mehr. Halt. Boah. Also so wird es halt. Kinder, ne? Kriegen. Ja, ja, ist ja egal. Das sollst du freiwillig können, ja. Okay. Goro ist der erste Mann, der freiwillig ein Kind kriegt. Ja, aber ich finde das auch so mega schwer, gerade Kinder kriegen, das ist wieder so ein Stichwort. Es ist ja nun mal biologisch immer noch so, dass halt nur Frauen Kinder kriegen können. Und darum hast du eigentlich als Frau von Natur aus schon, also da kannst du ja nicht leugnen, dass es von Natur aus schon biologische Unterschiede gibt. Ja, halt aber den findest Lebensweg unterscheiden lassen von Männern und Frauen. Aber ist das jetzt ein Hindernis? Also ist das jetzt Diskriminierung für die Männer oder für die Frauen mehr, dass sie... Nee, das ist einfach ein Fakt. Also das ist ja von der Natur so gemacht. Ja, also da würde ich ganz ehrlich sagen, es ist einfach ein Fakt, okay? Also das... Also es ist ja nicht anders als... Natürlich, es gibt viele Männerberufe, weil ich auch viele Berufe dann so... wo siehst du dann überwiegend Männer? Handwerkliche Berufe. Es ist sehr schwer für Frauen reinzukommen. Aber handwerkliche Berufe sind auch meistens auch irgendwo ein Teil auf Kraft ausgelegt. Wo man halt vielleicht mal auch ein bisschen kräftiger sein muss. Und rein biologisch ist der männliche Körper einfach kräftiger gebaut. Ja, aber... Dass sich dann Leute darüber aufregen, dass es halt, ja, du musst eine Frauenquote ins Handwerk kriegen. Ja, tut mir leid, dass man als Maurer vielleicht mal Ziegelsteine schleppen musste, nicht jede, also eine 1,60 Frau mit 50 Kilo nicht tragen kann.
Ja, natürlich, aber weißt du, das muss man auch nicht, also sowas muss man ja, ich sehe das auch ja. So, ich bin kein Fan des Gender-Mainstreaming, ich sage, es gibt schon Unterschiede, biologische Unterschiede auch zwischen Männern und Frauen einfach. Mhm. Und ich glaube auch, dass das Gehirn von Männern und Frauen von Natur aus ein bisschen unterschiedlich ist, aber wie gesagt, gefährliches Halbwissen, da können bestimmt Neurologen mehr zu sagen. Aber, oder Hobby-Neurologen im Internet. Oder auch Hobby-Neurologen im Internet können dazu mehr sagen. Aber ich denke halt irgendwo, sowas mit handwerklichen Berufen, da ist schon noch, da finde ich, eine Frauenquote ist ja immer so ein heißes Thema, sage ich jetzt mal, aber da kann ich den Gedanken irgendwo zumindest noch nachvollziehen, weil ich glaube, da ist schon oft die Angst einfach groß, als Frau in so einen Berufszweig reinzugehen, weil wie wirst denn du dann angesehen da? Mhm. Ja, entweder du bist die Bitch, ja, weißt du, so weißt du, wenn du Mann's gut aussiehst Vibe. Oder so, wenn du gut aussiehst, dann bist du da so die Bitch, so dieses Mädchen, was irgendwie angeblich nur aufs Aussehen spielt oder so, ne? Oder wo halt alle irgendwie dann drauf geiern oder so. Jimmy, bleib mal hier. Oder du bist halt das Mannsvibe, weißt du, ne? Irgendwie, du wirst halt eigentlich, wärst du lieber ein Mann und darum machst du diesen Beruf oder so. Das sind dann halt so die Sachen, die halt auftauchen in diesen Berufen und da kann ich es dann schon irgendwie verstehen, dass man sagt, eine Frauenquote wäre irgendwie sinnvoll, weil einfach die Frauen dann vielleicht, wenn mehr Frauen in dem Beruf tätig sind, nicht mehr so viel Angst haben müssen, da einzusteigen in dem Beruf. Aber auch so richtig lustig finde ich, männliche Friseure. Oh, ne? Was ist da nicht alles über die männliche Friseure gesagt wird? Aber bei uns um der Ecke ist tatsächlich jemand, das ist auch ein Friseurladen, aber der hat es ganz klug gemacht. Er nennt sich Barbier. Das ist halt ein Barbier, ne? Barbier, ja, das ist ja französisch. Barbier. Barbier. Der Typ hat einen Vollbart, da kann man echt nur neidisch drauf sein, das ist voll der Hipster-Vollbart, auch eine Hipster-Brille und Hipster-Frisur, aber ich meine, und auch der Laden ist so rustikal eingerichtet, so ein Baumstumpf, dient wirklich als Hocker und das ist wirklich wie so ein altes Western-Lokal so ein bisschen eingerichtet, also total cool. Und Hipster-Ding, ja. Ja, und da wird auch keiner den Gedanken kommen, der ist auf jeden Fall schwul, weil der Friseur ist. Nö. Der ist bestimmt schwul oder Türke. So, und mit diesen Worten, ja, ihr habt gemerkt, heute in dieser Diskussion war ich der Böse, nächstes Mal ist es Jimmy. Der Provokative ist natürlich nicht meine Meinung, das stimmt, also das ist nicht meine Meinung. Ich finde nicht, dass Frauen nur fürs Kinderkriegen da sind und dass alle Friseure schwul sind. Jimmy hat ihren Marmor verloren, das ist das Einzige, der liegt hier, Jimmy. Den Namen? Jimmy, ja? Dein Marmor liegt hier. Achso. Um die Ecke. Hier. Jimmy hat seinen Namen verloren. Was? So. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr so von der feministischen Seite findet, was ihr so von haltet. Ansonsten diskutieren wir bestimmt weiter in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss.